Sie schildern eine Zeit der Krise. In der Tat sind die Herausforderungen groß. Und ein erster Vorschlag, den ich machen würde, ist, wir brauchen ein neues Narrativ, wir brauchen ein neues Verständnis von Europa. Und dieses Verständnis von Europa sollte ein global eingebettetes Verständnis sein, eine Geschichte Europas aus einer globalen Perspektive. Wir können gut mit dem diagnostizierten Kuddelmuddel beginnen. Letztendlich ist Kuddelmuddel ein positiv konnotierter Begriff, weil es das Gegenteil dazu nirgends gibt, in keiner Gesellschaft, auch nicht in der Natur. Kuddelmuddel ist die Normalform und nicht ein Unfall. Eine Geschichte Europas in einem globalen Kontext könnte also exakt dort eben anknüpfen und sagen, wir fokussieren auf die Verflechtungsgeschichten, auf die grenzübergreifenden Prozesse. Und diese Geschichte Europas würde dann eine Projektionsebene leisten, die die dringendsten Probleme des 21. Jahrhunderts letztendlich eben diskutieren könnten. Wir hätten eine Plattform, die in ihrem historischen Kontext eben etwas leistet, was wir im Moment brauchen, nämlich eine kritische Auseinandersetzung, aber auch eine Form von Identitätsbildung, die über Europa als EU und auch über Europa als Institutionen hinausgeht. Es braucht also ein positives Bild und in dem Sinne finde ich die Diagnose Kuddelmuddel eigentlich vielversprechend als möglichen Weg zu einem globalen Verständnis Europas in seiner Vielfalt.